An diesen Stellen und können auch gleich schon in den Ecken Statuen platzieren. So, hier sieht alles soweit fertig aus. Das heißt, wir können erst einmal das Floodgate wieder runter, die Floodgates wieder runterlassen. Und dann anfangen. Ach ja, das ist auch nur im Patch. Man sieht jetzt, welche Sachen damp sind. So, das heißt, das Wasser fließt jetzt. Bahnt sich langsam einen Weg durch unsere Tunnel. So, jetzt müsste stauen wir das Wasser erst einmal in unseren Floodgates auf.
So, Zeug wird ist komplett. Das ist auch gut. Ein Mandat wurde beendet. Und ich denke mal, unsere Gildenhalle ist auch soweit, dass sie fertig einrichten können. Mit 5 Tischen. Und Chairs. Also Thronen. So. Das Wasser fließt immer weiter. Was ich gerade interessant finde, ist, dass irgendwie das Stamp nicht mehr angezeigt wird. Aber ja, das Wasser ist kurz vor dem Floodgates. Wir zwacken gerade wirklich viel Wasser ab. So, das heißt, ich kann jetzt eigentlich den mal ziehen. Weil das Wasser ist voll. Lass mal gucken, wie viel Asche haben wir jetzt eigentlich? Was? Potash. 5. 5 Potash, wow. So, wir warten, dass der Lever gepullt wird. Da kommt auch schon jemand, um ihn zu pullen.
So, das wird jetzt ein bisschen dauern, bis das voll ist. In der Zwischenzeit. Dining Hall. Dann. Und das hier wird jetzt eine Gildenhalle für Farmer was. Es gibt viele Gildenhallen hier. Farmer. The Hall of Wax, 21 Member. Hall of Wax has been satisfied. Wir sollen eine gewisse Anzahl an Goods konstruieren mal wieder. Querns und Figurines. Okay. Figurine ist ja leicht. Nicht Jewel, sondern Craftsdorf. Figurine. Mach ruhig mal aus Bone eine Figurine. Da. Und das andere waren nochmal Querns. Work Orders. Work Quern. Zwei Stück. So. Und das Wasser füllt jetzt langsam unseren Teich. Ja, und sobald der Teich selber überall 7 hat, werde ich die Floodgates hier öffnen, bevor wir hier eine Überschwemmung reinkriegen. Und dann wird das unsere neue Fishing- und Water Zone werden. Also sobald hier anfangen, 7er die Dominanz zu übernehmen, sagen wir mal so. Weil jetzt werden es langsam immer mehr 5er. Jetzt kommen die ersten 6er. So, jetzt fangen die 7er an. So. Jetzt bitte mal diesen Lever pullen, bevor es anfängt überzuschwappen. Genau, das wollte ich verhindern. Pullt mal bitte diesen Lever.
Leute, wo seid ihr? Bitte sag mir, dass du den Lever pullst. Nein, du Harvest Plants. Ja, du pullst den Lever. Okay. Hier wird's schon voll. So, aber es hat geklappt. Gut, das ist Wasserlevel 1. Damit können wir leben. So, das heißt, wir können jetzt hier die Water Source und die Fishing Zone wegmachen. Und beides nach hier unten verlegen. Wobei wir Water Source am besten hier und hier machen. Und Fishing Zone hier und hier machen, dass sie sich nicht überlappen. So. Können wir das laufen lassen. Ich wünschte ja, es würde einen Clean Task geben. Weil zum Beispiel um das Blut hier kümmert sich keiner. So, das wird mit der Zeit trocknen. Das ist jetzt nicht so das Drama. Warum bildet sich da jetzt ein Pool of Blood? Er ist nass. Das ist jetzt nicht so toll, aber spülen wir gerade von irgendwo Blut mit rein? Wie sieht es eigentlich hier unten aus? Also das Wasser fließt noch perfekt. Also da müssen wir uns keine Sorgen machen. Und ich glaube, irgendwann wird auch das Ding auf matt nachlassen. Wenn nicht, können wir halt irgendwann Dings, das Screw Pump einbauen.